fühlen sich wohl. Ich fühle mich super. Ich fühle mich bedroht vor. Das ist diese Statistisch gesehen die ist der Sitz unter dem Fahrer der sicherste. Das stimmt. Also, das ist der unsicherste. Also, weil der Fahrer Sie vertrauen mir. Ich vertraue mir. Das der Fahrer zieht vor dem Aufschlag immer noch kurz weg, dass den erwischt. Also. So ist es. Und das funktioniert. Aber ich habe schon mehr überlebt. Das, okay. Das sollte erst mal so weit kommen. Okay. Sehr verehrte Zuschauer. Also heute ist es ist erstmal ein wunderschöner Tag. Das finde ich auch. Es ist bestellt. Es ist ein schönes Leben. Es ist bestellt. Wir sind heute, Sie sehen ja schon, wer hier sitzt. Ne? Also ich muss Sie ja nicht mal vorstellen. Heute ist es eine ganz große Ehre für mich. Erst einmal Sebastian, der Jüngere, und Sebastian, der Ältere. Sehr gut. Oder Nummer, Nummer 27 und Nummer 28. Die würde auch gehen. Würde ja? Auch gehen, ja. Mit einer Wahnsinnsgeschichte in Augsburg. Brauhaus Riegele, sehr verehrte Zuschauer, heute haben hier Platz genommen. Ich freue mich riesig. Wir uns auch. Ja, ich freue mich mit Ihnen, Ihr Augsburg zu erkunden. So, jetzt müssen wir erstmal schauen nach den Radfahrern hier. Ne? Radfahrer sind hier immer ein wenig schnell unterwegs. Ich breche hier eine Lanze für die Radfahrer. Okay, okay, gut. Also ich wollte jetzt nichts Negatives sagen für die Radfahrer, aber man muss aufpassen. Das heißt, ne? Also die sind schon manchmal sehr fetzig. Fahren Sie auch Fahrrad? Ja. Aber die kann fahren unmöglich, die Radler. Also das machen wir wirklich. Sagt der Papa und ich verstehen uns. Ja. Der Papa und ich verstehen uns. Fahren Sie jetzt aus Neuss mit dem Fahrrad immer zur Arbeit? Nee, aber ich fahre hier in der Hochplatte in Augsburg, fahre ich immer mit dem Spezi-Fahrrad. Ah. Wenn es weitergeht, fahre ich mit dem Spezi-Roller. Wenn es noch weitergeht, mit dem Spezi-Smart. Spezi, da sind wir schon. Also das ganze Auto ist voll mit Spezi, sehen Sie das? Das hat mir gut gefallen, deswegen bin ich begeistert gewesen beim Einsteigen. Aber ich habe es Bier. Also kann das jetzt stunden. Da kann das jetzt Stunden dauern. Du hast auch was. Du hast das Bier. Ja, klar. Also verdursten werden wir heute nicht. Schön. Fünf Enkel. Fünf, ja. Fünf. Ja, eigentlich müsste ich 9 haben, wenn die das so machen würde wie ich. Also, und relativ spät, also ja. Frage ich mir auch, was ist da los ist. Ja. Diese neue Generation, ja, die, ne? Auf die ist kein Verlass. Nee, genau, die bringen immer so viel zusammen. Also. Schon klar. Ja, dann sind sie alle uralt. Also. Mit 25 hatte ich den ersten, der da hinten sitzt. Haben da gar und dann die Kraft. Sind wir zwar im zweiten und die Tochter. Ja, gell? Ja, wunderbar. Ja, das waren noch die guten alten Zeiten. Die guten alten Zeiten. Ich bin ja klassisch verheiratet. Ich komme gerade vom Mittagessen, das nur für mich gekocht wurde. Wahnsinn. Ja. Ich habe auch gelesen. Das ist auch das der schätze Grund. Ich auch. Ja, erzähl doch mal, wer noch vom Mittagessen kommt. Achso, wer kommt noch vom Mittagessen? Der hat unheimliches Glück gehabt. Das kann man gar nicht vorstellen. Also? Die Frau kocht auch viel. Na, also, er führt ja ihre Tradition dann doch fort, oder? Er hat zu Hause nichts zu sagen und ich habe zu Hause nichts zu sagen. Das ja ist gut, aber das ist... Klassisch verheiratet. Ja, gut. Ja, ja, klar. Der eine merkt, der andere das nicht. Aber schon schön, oder? Die Marktstraße. So, wir fahren jetzt eine Runde Marktstraße. Ja, das ist natürlich wirklich ein Traum. Und jetzt mit der Sonne... Ganz entscheidend. Es gibt ja die Traditionsbiere zur Erfrischung. Klar, da muss es erfrischend und kühl und spritzig. Aber dann so die Brauspezialitäten, die man zum Genuss trinkt, wo es um die Sensorik geht, die werden zum Teil bei Zimmertemperatur getrunken. Sondern man schmeckt halt mehr. Sehen Sie, liebe Zuschauer, der Weltmeister, der Biersommelier-Weltmeister, wie er da spricht, wie er, also ein Traum, oder? Ja, genau. Das ist ja Wahnsinn. Bier sollte man eigentlich schon aus der Flasche trinken, oder? Nee! Oh, jetzt habe ich was getroffen. Man kann es aus der Flasche trinken. Hätte es aus gut. der Flasche, ist okay, aber sonst... So, wo kriege ich jetzt ein Glas her? Wo gibt es denn ein Riegelglas? Der Leo hat noch nicht auf. Ja, der Leo hat noch vorne nicht auf. Da sind wir schon vorbei. Das Pantheon noch? Wir können auch schnell vorfahren ins Corizzo. Ein Seemann in Corizzo, jetzt ins Blockhaus. Ja, dann? Und da holen, ja, dann wir, da holen wir das Glas. Da holen wir das Glas. Na, ich hole es im Himmel zu. Nee, das ist kein Thema. Ja, Gläser. Gute Zunge. Ja, Wahnsinn. Hat er gut gemacht. Toll. Oh, ist so, der großartig. Ein August. Ja, das wird eng. Gibt's mal. Du kannst ein Kellerbier haben. Dankeschön.
ist ja Multitasking. Ein Traum. Das hat er schon lange nicht mehr gemacht. Also, für den Fahrer gibt es einen Doppelbock? Nein, Alkohol. Nein, Alkohol. Aha. So. Also, also man schenkt schon. Ich wollte schon sagen, das ist aber nicht korrekt, oder? Wie man das Bier einschenkt. Naja, so ganz blöd ist es nicht. Also es soll keine 7 Minuten dauern. Es soll ein gewisser Schaum da sein, der setzt sich dann. Aha. Und das macht man dann 2-3 Mal. Warum? Weil dann wird der Schaum so geschichtet und wird in sich stabiler. Aha, ja genau, so hätte ich es auch eingeschenkt. Das, ja. Die Zeit, wo wir das so früh am Auto gemacht haben, das ist schon ziemlich lange her. Also, heute mal zurück also, zur Jugend. Schönes Leben auf, hier. Auf zum ein Wohl. Schönes Leben, genau, wunderbar. Zum Wohl. Ah, das ist echt großartig. Dann könnt ihr mich gewöhnen. Das machen wir jetzt öfter. So, liebe Zuschauer, einmal eine schöne Poesie zum Thema Bier. Und zwar, wir lieben Bier. Als Getränk, als Philosophie. Bier ist Freude, Bier ist Gemeinschaft. Bier steht für eine genussvolle Art zu leben. Ehrlich, bodenständig, nicht belehrend. Bier ist eine eigene Welt voller Genussmomente, Geschichten und Mythen. Wer sich auf die Reise begibt, diese Welt zu erkunden, wird belohnt mit jedem Schluck. Und wir nennen es, beziehungsweise Sie nennen es, ein schönes Leben hier. Genau. Schönes Formular. Und ich finde, wunderbar. Genau, das ist nochmal. Wenn Sie jetzt noch das Wort Bier mit Riegele ersetzen. Genau. Also Riegele, ja, ganz genau. Klar. Ich habe natürlich die Kiste Bier jetzt nicht einfach, damit Sie so Ihren Arm anlegen können, Ihnen dahin präsentiert. Ich wollte unbedingt, wenn ich hier schon den Weltmeister Biersommelier habe, habe ich mir doch überlegt, dass wir mit den Traditionsbieren genau das mal machen. Sie nehmen eine Flasche raus. Mm. Präsentieren Sie uns und der Papa errät, welches Bier Sie gerade in der Hand halten. Es ist relativ simpel. Über 40 Bittereinheiten, 3 Gaben. Was? Wertvollster Herzburger. 3 Gaben wertvollster Herzburger. 7,3. Nein, Herzburger Hempel. Ja! Oh, aber er ist aus der zweiten. Die Beschreibung hat schon gestimmt. Das er hat schon wir haben Herzburger Hempel ist auch so wie Bittereinheiten und auch so wie. Spelzen trennen? Kommerzien rein. Ja! Aber jetzt machen Sie es doch ein bisschen schwerer, Mensch! Von jedem einzelnen Malzkorn nehmen wir die Hülle, die Spelze weg, weil wir die nicht in dem Einmalzprozess mit dabei haben wollen, damit die Gerbstoffe nicht ausgetragen werden und dann wird es ein würzig, wahnsinnig würzig und weiches Bier. Das ist so täglich. Der darf mir auf keinen Fall reinlegen. Ja, hinein ist aber vor allem unser Ding. Jetzt hat er schon gedrückt! Jetzt aber nur sagen, wir sind doppelt gedarrt bei 120 Grad und kurz bei 200 Grad. Dann ist das der Riegel echt. Dunkel. Dadurch kommt diese Röstaromatik ins Bier. Das ist nämlich kein, wie es oft gemacht wird, helles Bier, das dunkel eingefärbt ist, sondern diese Röstaromatik, die an Kaffee, Karamell, Schokolade ganz leicht erinnert, die kommt eben dadurch, dass das Malz gedarrt wird. Also das ist wie so bei Kaffeebohnen rösten. Ja? Und je nachdem, bei welcher Temperatur ich darre, habe ich helles Malz für helle Biere oder dunkles Malz für dunkle Biere und in dem Fall eben doppelt gedarrt, also zweifach, damit diese Röstaromatik wenn aber fast rauskommt. 20 Biersorten oder rein? Also wie viele Jahre bedarf es wirklich, um sich dieses Wissen anzueignen? Das ist ja da braucht man einen großzügigen Papa, der viel Geld ausgibt für diese Biere aus aller Welt. Was meinen Sie denn, was die teuerste Flasche war, die ich da kaufen haben müssen? $150. Eine Flasche, ja. Was ist das für ein Bier? Das ist Utopia von Samuel Adams. Also das ist wirklich unglaublich, dass die Flasche schaut aus wie ein Sudkessel und bis du die herkriegst und. Die wird jetzt also das war schon gehandelt. Eine gewaltige Investition. Ja. Ich sehe schon, bei euch ist Hopfen und Malz. So, wir gehen heute auch mal ein bisschen zurück, so wie wir es in der Schule gelernt haben. Hier, ich habe schöne Karten. Mit Kärtchen. Natürlich Kärtchen. Jetzt Sie sehen, peinlich. Liebe Zuschauer, ne, da vorne steht ein Jahr. Und dann muss man natürlich sagen, was ist in diesem Jahr passiert? Wer war in diesem Jahr? Welche Generation war in diesem Jahr? Du? Wie heißt der? Wie also 1386 finde ich gut. Aber was war das? 1486 war das. Wirklich? 1846? Auch keine Ahnung. Zum Kähn, oder? Nee. Ja. Nee. Jo, und Ken, klar. Ja, das war 84, war dann der Ken. Ja, das stimmt. Adam ja, Ken und Johanna Sabina. Okay, so einen Hammer. Einen Hammer. 17. Danke. Also ich habe einen und du hast 0. Jetzt ja, jetzt. Sie müssen jetzt. Du kannst jetzt noch 2 schaffen. Sie müssen 17. Hier ist die Antwort.
Ja, wir schauen in die Zukunft. Genau, endlich mal ein gescheiter Satz. Sondern in die Vergangenheit. Ja, aber das mit ist der Verwandtschaft haben wir es auch nicht so. Jetzt wird's gefährlich. Oh, liebe Leute, ist schon schön, dass Sie jetzt geboren wurden. Ja, ne? Das finde ich auch. Oder? Ah, das finden wir alle. Ah, das ja. Ich, ja. Also, so romantisch das dargestellt wird, so wenig lustig war das. Das ja, ja, das stimmt alles. Aber damals war es Bier noch leichter und da gibt es Aufzeichnungen, bis zu 18 Maß hätten wir getrunken, wenn sie in die Stadt. Ja, daher kommt unser Motto, schönes Leben hier. Bis zu 18? Ja, aber das muss er wissen. Bier war ja damals der Ersatz ja, für Wasser. Es war, aber 10 war gesund, weil es gekocht war und hatte natürlich ja weit weniger Volumenprozent. Ja, die heilige Hildegard von Bingen hatte das erkannt. Das, wenn der Mensch ab und zu Wasser trinkt, kann es ihm nicht schaden, das, aber Bier wäre das Bessere. Das Wasser verleiht dem Antlitz. Ja, das Bier verleiht dem Antlitz Kraft und gibt ihm ein schönes Kraft, Antlitz ja, dank der Kraft des Getreides. Das Wasser aber schwächt. Genau. Wenn der Mann jedoch hier und da Mann, einen Schluck auswendig Wasser trinkt, so wird ihm das nicht allzu schaden. Die ist zu Recht heilig gesprochen worden. Finden wir. Sie müssen eigentlich nur eins merken. Okay. Jeder Tag ohne Riegele ein Gesundheitsrisiko. Genau. Mehr brauchen Sie zu dem Thema nicht zu wissen. So, jetzt sind wir hier, wunderschön. Genau, hier kann man natürlich erfahren, Fahrrad fahren, spazieren gehen, Inline-Skate fahren, Boot fahren. Und auch wenn man es nicht darf und soll, man kann auch im Eiskanal wirklich, also ich weiß nicht, wahrscheinlich darf man das wieder alles nicht, aber früher konnte man da super schwimmen. Ja, das schon mal gemacht? Ja, bin aber auch wow schon geblieben. Na, ich glaube, das würde ich. Wir sind mal mit dem Rafting runtergefahren, da warst du auch dabei, ne? Ja, ja. Ja? Ja? Ja, ja. Das würde ich sagen. Ach so, ein wir, kleiner Adrenalin-Junkie. Machen wir alles, das ist ja klar. Ja, wunderbar. Das macht ja den Spaß. Sie können jetzt ein Adrenalin bei uns tanken mit dem Flug im Biergarten, wissen Sie das schon? Also das setzt sich voll auf Frauen. Da rein, da können wir hinten umdrehen. Das setzt sich voll auf Frauen, weil die Männer alle Höhenangst vortäuschen und solche Sachen. Die Männer täuschen Höhenangst? Ja, ja, die sind. Also ich bin wirklich erstaunt, wie die Mädels stark und cool die Frauen da das sind, mehr machen als die Jungs. Und da muss man auf den 51 Meter hohen Kamin raufsteigen. Okay. Und da kann man die wunderschöne Altstadt von Augsburg sehen und sich mit ihr fotografieren lassen. Ja, und da bin ich aber sowas von dabei. Das siehst du, also das habe ich doch gehört. Sowas von. Und dann runter und dann über den Hof fliegen zum Maibaum und dann wieder ein Stück runter über die Fassbrücke. Dann lässt man sie in Biergarten fallen. Und da schmeckt großartig das Bier, sage ich Ihnen, nach der Aktion. Wer lässt sich denn solche tollen besser Events einfallen? Das ist ja ganz allein sein Mist. Großartig. Nein, ist großartig. Musste mich lange Zeit rechtfertigen, ja, ja, weil das ist unsere Elbphilharmonie. Jeder normale Mensch reißt zum Kamin ab. Bei uns sind 200 Tonnen Stahlbeton drin. Aber es ist echt eine coole Sache, das muss man schon sagen. Gut, gell? Das Wetter ist so traumhaft. Also das ist so traumhaft, wirklich. Vor allem die letzten Tage war es dunkel, grau, verregnet und heute stehe ich auf und sage, ja, gibt's das. Wahnsinn. Nur für ja, Sie. Danke. Ich wollte gerade sagen, wir haben es organisiert. Nur für ich euch, ja. Ich habe gestern die Kerze für den Petrus aufgestellt, sonst niemand hier. Okay, also. Ja, nee, da bin ich raus. Die Kerze, die ich schon aufgestellt habe, wir haben schon mal mit der ganzen Familie tatsächlich sind wir mit dem Fahrradausflug gestrandet und mussten in der Nacht ohne Zelt, ohne nichts übernachten. Also es war wirklich, es ist eine längere Geschichte, okay, aber wie habt ihr da war ja, glaube ich, 10 oder was und die Jüngste war 3. Und da haben wir so eine große Kerze gestiftet, dass es nicht geregnet hat. Die reicht für das nächste Jahrzehnte. Der Vater hat damals eine Abkürzung gesucht. Ich kannte eine Abkürzung und die kenne ich immer noch. Und wenn man da in Schongau zu Ammer runtergeht, ja, da geht es so steil runter. Ja. Und dann gibt es einen ganz kleinen Übersteg und dann geht es wieder so steil hoch. Und geht auch super, wenn man und mit, so Kinder, mit so Kindern musst du die Räder hochschleppen und wieder 10 Meter runter, wieder hochschleppen. Und dann wurde es wirklich so dunkel und da geht es ja mal 10 Meter runter, mal 20 Meter, dass wir gesagt haben, das können wir nicht verantworten, das wird man da abstürzen. Und hab ich meine Frau habe ich hab doch sehr viel Humor, die hat dann auf allen Vieren einen Platz gesucht. Und dann haben wir es eingelegt. Die hat gesagt, ihr wolltet doch Abenteuer mit dem Lama, leg mal. Und dann diese Jacken über den Kopf und die Strümpfe und Hosen, also alles, was wir gehabt haben, anzogen, um das zu überleben, war 6. September, ja. Und ja, dann hat's, war bewölkt Alter. Und dann aber liegst du da kalt in Deutschland, ich war saukalt, dann liegst du in Deutschland im Wald, hörst Autos noch irgendwo und denkst du, du Depp, liegst hier.
Und in der Früh kam ein Joghurt. Ja, genau, das wollte ich schon sehen. Der Höhepunkt der Geschichte war, dann drehst du bei 900 Cs, dann drehst du wieder um und du schläfst halt auch nicht. Nee. Und dann ist die Dämmerung kommt und dann stehen alle so auf, dann kommt ein Joghurt vorbei und sagt, schaut uns an und sagt, das ist fein kein Radlweg. Das war schon, das sind die Abenteuer, die man auch in Deutschland haben kann. Man muss da nicht weit weg. Man braucht nur ein paar IQ. Und das werdet ihr auch nie vergessen. Na, das stimmt. Ich habe nämlich auf diesem blöden Moos geschlafen, das war noch nass. Das weiß ich bis heute nicht. Ihr habt geschlafen, ihr drei. Wir nicht. Das ist ja herrlich. Und dann meine Frau, die ja kritisch ist, weil sie aus der Klosterschule kommt, die hat dann versprochen, wenn es nicht regnet, stiften wir eine Kerze. Und das ist eine Riesenkerze. Und der Pfarrer hat die anonym bekommen in Böbing. Also der will gedacht haben, was war das für ein Verbrecher, der das so anschleppt. Ja, das war gut. Also die Kindheit war atemberaubend, oder? Ja, ja. Zur Beruhigung gab es dann den Bierschnulli. Oh mein Gott! Oh, jetzt habe ich aber Bauchschmerzen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, sensationell. Ja, gut. Schichten am Meter. Also, oh, du lieber Himmel. So, was machen denn die Geschwister eigentlich? Man liest ja immer nur hier Sebastian Brüller. Ja, das ist ein gutes Thema. Ich habe drei Kinder, die genau, alle gleich lieben, ja, die alle gleich tüchtig sind, ja, die alle gleich nett sind. Und der Mittlere, der sagt immer, ich bin der Brüller, den keiner kennt. Ja, das ändern wir jetzt das aber. Ändern wir jetzt. Schöne, herzliche Grüße an Dominikus, an die Verena und meinen Fünfklänkel, den Ferdinand. Oh. Und der arme Kerl muss ja in Preußen, also jedenfalls nördlich der Donau, ist er bei RWE und handelt mit Gas in Düsseldorf. Da kann man übrigens auch leben, den habe ich schon oft gesehen. Kann man auch leben in das Düsseldorf, ist ja. Auch schön und schöner, als man eigentlich glaubt. Und auch grüner mittlerweile. Ja, das ganze Düsseldorf, ja? Ruhrgebiet. Und Kulturangebot und alles von Shopping, wie ich gar nicht dahin. Die Stunde ist vorbei, so traurig es ist. Dann gewöhnen wir uns durch die Gegend. Ja, morgen wieder. Wie die also, Enkel immer sagen, nochmal eine Runde. Das war so ein Spaß mit Ihnen. Also, ja, mit Ihnen, okay, das kann man zurückgehen. Herrlich. Mit Ihnen auch. Also ich hole Sie jeden Tag ab. Ich von meiner Seite her gar kein Problem. Na? Ich habe gar nicht gewusst, dass es alles nicht so gibt. Wo sehen wir denn das jetzt, was wir alles erzählt haben? Ja, das sehen Sie alles. Weil ich mag Augsburg.de. Aber ich mag es. Super. Ich mag Augsburg.de. Genau, jetzt das haben wir auch die Spezi auch. Also wir mögen es. Ich trinke jetzt auf jeden Fall Spezi nochmal im Anschluss. Da ist noch was drin in dem Glas. Ja, klar. Also verkommen kann man es auf keinen Fall lassen. Auf gar keinen Fall. Also das muss man schon austrinken. Bier muss man schon austrinken, genau. Wenn jetzt dann die Polizei kommt, machen wir so aus. Grüßenfreundlich. Da bin ich gespannt, ob Sie Ihren Wandblinker und alles dabei haben. Habe ich. Ich habe alles dabei. Mir hat schon einer angeschrieben, was ich für ein Verbrecher bin, dass mir Zucker das gesüßte Getränke macht. Aber wenn mir Zucker entzogen wird, dann gehe ich ein. Ich brauche das. Und mein Körper verarbeitet es offenbar gut. Und wenn man Bewegung hat und natürlich muss Salat essen und Gemüse essen und dann muss halt normal leben. Aber wenn nur Zucker die Dosis trinkst, macht. Die Dosis so ist es. Macht. So ist es, genau. Das halt ist wie beim Alkohol genauso. So in Maßen ist das alles prima. Genau. Aber Bier ist ja kein Alkohol. Nein. Bier haben wir heute. Ist ein Lebensmittel. So ist es. Es ist ein Lebensgefühl. Kein und Getränk, eine Philosophie. So ist es, definitiv. Ja, ist es auch. Also ein Riegele am Tag und dann haben Sie so viel Spaß wie ich heute im Auto. Das ist gut. Ne? Ja, in diesem Sinne. In diesem können Sinne. Wir wieder arbeiten. Wobei du keine Lust hast, wenn du mal ein bisschen Bier getrunken hast, noch zu arbeiten. Doch, dann hast recht. Oh, nee, da will ich.